So, und ablegen. Und zurück zur Heimatinsel. Voilà. Da war eine Boje, die ich erwischt habe. Dann das ganze Zeug abliefern und schon mal für den Rumpfausbau einlagern. Und schauen, wie viel ich da noch brauche. Geht's nicht mehr so sehr ums Materialien holen, sondern eher ums... nicht mehr so sehr ums Fische holen, sondern mehr um die Materialien. Eins. So. Lager. Und ablegen. Schiffere ich nämlich wieder dahin und schaue, wo ich von dort aus hinkomme. Ganz nützlich. Wenn man da so ein... Ah, halt. Die baut da ja vielleicht sogar noch was. Und da kann ich dann vielleicht auch sogar was machen. Und die gibt mir auch Kohle oder irgendwas anderes. Und wenn ich Pech habe, muss ich sogar hinfahren. Anlegen. Architektin, du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Es muss weitergehen. Natürlich muss ich dich mitnehmen. Leb wohl, Großmacht. Ich verlasse dich. Und weiter ab an die Insel. Metallschrott. Mehr kann ich nicht nehmen. Hab die andere dabei. Oder? Kann ich die... Aha! Leg die einfach hin. Die darf bei mir im Boot pennen. Das ist ein Luxus. Wo war deine Insel? Da war die. Na dann, große Architektin, bau dein Haus. Ich muss mich da nochmal um meine Krabbenfallen kümmern, wenn ich einen größeren Rumpf habe. Ka-ching. Ja, das sollte genügen. Ich danke dir. Gib mir ein bisschen Zeit, bis hier alles aufgebaut ist. Dann kannst du jederzeit wiederkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile heraus. Nimm die hier, die kann man gut gebrauchen. Forschungsteile! Dafür macht man die Sidequests. Lege jetzt sicher nicht an. Das ist mitten in der Nacht. Ablegen, Rückwärtsgang und umdrehen. Mal schauen, was es da gibt. Der entspannte Geist. Widerstandskraft gegen Panik. Sehr schön. Und dann schauen wir doch mal, da ist doch noch ein Boot. Ist da? Fische? Ja. Doch, vielleicht. Nein. Oh, hier ist alles Mögliche. Und so. Da ist noch ein... Inspizieren. Du hältst neben einem ankernden Boot. An Bord gibt es Lebenszeichen. Doch niemand taucht auf, um dich zu begrüßen. Rufe! Beinahe augenblicklich öffnet sich die Tür. Einen schmalen Spalt breit. Ein paar verzweifelte Augen schauen dich heran. Wer da? Ein Fischer! Was willst du? Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Sieht etwa aus, als würde es mir gut gehen. Nein, es geht mir keineswegs gut. Ich soll das Paket nach Kleinmarkt bringen, aber ich werde verfolgt.
Ein riesiges Seeungeheuer lauert in diesen tiefen Gewässern. Ich habe es selbst gesehen. Es treibt unter mir im Wasser. Das riesige Maul direkt unter meinem Boot. Hätte mein Boot verschlungen, hätte ich nicht das Flachwasser gerettet. Na nee, dieser verfluchte Inselkette bringt mich keine 10 Pferde. Ich kann das Paket für dich nach Kleinmarkt bringen. Das würdest du tun? Nun, das würde wohl gehen. Danke. Der Kurier schiebt ein zerfleddertes braunes Päckchen durch die Türöffnung. Es fühlt sich durchweicht in deinen Händen an. An einer Stelle tropft dunkle Flüssigkeit heraus. Danke, Fremder. Das Paket ist für den Dockarbeiter in Kleinmarkt bestimmt. Ich bin mir nicht sicher, was drin ist, aber manchmal glaube ich, ein leises Flüstern zu hören, das herausdringt. Und für Lebendtransporte bin ich nicht zuständig. Dafür fehlt mir schlicht die Ausrüstung. Also sei vorsichtig mit dem Ding, was immer auch sein mag. Hier, warum nimmst du das nicht auch? Ein weiteres Objekt wird durch die Türöffnung gereicht. Diesmal ist es ein Buch. Das mit dem dumpfen Geräusch auf Deck landet. Du hebst es auf. Mache mich auf den Weg, sobald die Küste sicher ist. Gute Reise. Ja, danke dir, Ecke. Hoppa, da ist ja noch was Schönes. Was ist das denn für ein Buch? Transzendenz für Geist und Körper. Denn hier feines. Oh, feini, feini, fein. Da. Haben wir denn hier eine Flagge? Uhu. Halt, stopp. Da lang, weiter geht's. Yo ho, diddledidu, diddledididi. Dann dahin. Tschuk, tschuk, tschuk. Ein kaputtes Monokel. Was gibt es denn noch? Ja. Ah, langsam sollte ich dann mal wieder zu der ollen Trulla rüber. Aber das hole ich mir noch. Do, 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 do. Und noch ein kaputtes Monokel. Ja, tschüss. Hopp. Machen wir die Lampe an und gut ist. Liebe dieses Spiel, es ist so entspannend, das ist so angenehm, es ist so schön. Es ist so voller Fische! Ach, verdammt. Trophäe und ich muss sie auch noch abwerfen. Und Scheiß. Genau richtig. Halt, Forschung. Könnten wir denn noch forschen? Knistert was. Netze. Verbessertes Schleppnetz. Ja, bitte. Ich habe Nestplätze, genau. Netzplätze, daher kann ich das jetzt auch forschen. Küstennähe. Ach, Wasser. Dann ruhen wir weiter. Und legen ab. Ich lege ab. So, einsammeln. Kann ich nicht. Ja, komm. Ab nach Kleinhafen. Und von dort aus direkt in unseren Hafen. Nach Groß. Also Kleinmark und dann Großmark. Und andocken. Jawohl. Auf zum Händler. Alle Schmuckstücke verkaufen.
Weiter zum Anstreicher. Ah nein, zum, was? Ich will doch nicht zu dir. Ich will zum Anstreicher. Wie kann ich dir heute helfen? Du hast also eine Stoffwitze gefunden, lass mich mal sehen. Ein ganz besonderes Motiv, willst du es jetzt anbringen? Natürlich, du möchtest. Und dann noch der Dockarbeiter. Läuft's die Tage so? Ich habe ein Paket für dich. Eine Lieferung? Oder sehr ein großes Paket? Lass mich mal sehen. Er nimmt das Paket und betastet es vorsichtig. Hält es an sein Ohr und lauscht eine Weile. Er wirkt zufrieden. Vielen Dank, mein Freund. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Und wünsch mir Glück. Dreht sich um und eilt das Dock hinunter, ohne etwas zu sagen oder dich zu bezahlen. So ein Sausack. Die fressen die Dinger. Warum auch immer. So, dann sammeln wir mal das hier ein, würde ich sagen. Und das hier kann ich nicht einsammeln. Verdammt. Ab nach Hause. Wie geht's meinem Buch? 20%. Alles gut. Noch am Lesen. Anlegen. Und Fischhändler. Bitteschön. Dann Schiffsbauerin. Bitteschön. Oh, ich kann Netze anbringen. Oh. Nur durchs Fahren. Okay. Trockendock. Neuer Rumpf. Rein da. Oh. Du kommst dann also ins Lager. Du kommst auch ins Lager. Der Rest ist eingebaut. Brauche noch einen Stoff, zwei Holz und ein gebogenes Metall. Letzteres wird das Schwierigste. Ja, dann hole ich mir nochmal die anderen Hallen. So. Einsammeln. Und einsammeln. Dahinter muss ich auch noch. Schaut mein... Ah, den kann ich besser platzieren. So kann ich dich platzieren. Dann kriege ich mehr rein. Kann ich hier nämlich nochmal angeln. Zack. Hab's. Da auch nochmal die Makrele mitnehmen. Zack. Auch aufgenommen. Wunderbar. Fischhändler. Alles verkaufen. Schiffsbauerin. Nein. Schiffsbauerin. Alles reparieren. Wunderbar. Was bringt's eigentlich, wenn ich zwei Lampen einbaue? Bringt mir mehr Lumen. Ja, wird eingebaut, würde ich sagen. So. Und dann... Ach komm, das schaffe ich noch rüber. Zur anderen, an den... an ihren Turm. Dann von da aus zur nächsten Insel schiffern kann. Drüben zu der großen nochmal. Bin ja jetzt schnell genug. Und hab starkes Licht dabei. So muss das sein. So, anlegen. Und schlafen.
Wir sind an Tag 22. Oh, die Architektin ist da. Warte. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm es doch bitte. Dein Buch. Der Einwand ist staubig. In gutem Zustand. Wenn du hier andocken oder etwas lagern willst, dann komm zu mir. Wir haben ein Lager. Mal gut. Man kann nie genug Lagerplätze haben. So. Das ist Metall. Das brauchen wir nicht. Nein, das... Metall? Ja, du bist Metall. Metall brauchen wir nicht. Da waren wir gerade vorher, als wir abgewogen sind, weil wir den Typen gefunden haben. Schwimmen wir doch mal hier durch die... durch die Inseln. Ein Schildkröt. Ist ja nüchte. Oh, 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 oh. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Und hier waren zwei Riesenfische. Was machen Wale hier? Sind hinter mir einfach zwei Wale durchgeschwommen. Klar, warum nicht? Eine Silberplatte. Aha. Und weiter geht's. Weiter auf unserem Weg ins Unbekannte. Hui. Abbing, 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 abbing. Nicht andocken. Nein, nein, nein. Die Silberplatte wird gleich verhökert beim Dantler hier. Oh, 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 hier gibt's lustige Fischis. Einmal. Zweimal. Dreimal. Da ist er doch. Mal noch. Das war's. So, andocken. Oh, da ist noch was. Hier sind noch zweimal Anomaliefische. Ah. Da ist er doch. Elektrischer Zackenbarsch. So, einmal bitte anlegen. Jawohl. $60 sind $60. Und dann wieder... Oh, der Dockarbeiter ist wieder da. Oh, der Dockarbeiter steht mit ausdrucksloser Miene am Rand des Docks und starrt ins Wasser. Er wirkt wie gelähmt von dem, was er dort sieht. Was ist denn mit dir los? Er starrt weiter schweigend vor sich hin. Bleibst eine Weile bei ihm stehen. Von Zeit zu Zeit durchläuft ein Schauer seinen Körper und sein Atem wird schwer. Alles in Ordnung? Er scheint unfähig, dir zu antworten. Er spannt sich an. Die Hände sind zu Fäusten geballt. Er presst die Augen zu. Eine Träne rollt über seine Wange. Was ist passiert? Du bemerkst, dass sein Nacken und sein Overall von einer dunklen Flüssigkeit bedeckt sind. Derselben dunklen Flüssigkeit, die vorher aus dem Paket sickerte. Sein Körper entspannt sich plötzlich und er reißt die Augen auf. Sie sind verschleiert und ausdruckslos. Flüssigkeit rasselt in seinen Lungen. Etwas dunkler Schleim tropft aus seinem Ohr und landet auf dem Dock. Er schlüpft zwischen den Brettern hindurch und gleitet ins Wasser. Was war das? Ein zitternder Kopf wendet sich dir langsam zu.
Sein Atem wird schwer vor Wut, du weißt zurück und lässt ihn dort am Dock stehen. Nein! Der Dockarbeiter sieht dich. Okay. Aha. Hat da einer den falschen Fisch gefressen? Ich mag dieses Klumpenmakrele. Dieses extreme Lovecraftian Horror Genre einfach. Es ist dieses halbwegs normale mit Mythen, also unsere normale Welt, aber mit viel Mythos. Deshalb will ich da auch unbedingt mal ein Pen Paper zu machen. Na, anlegen. Fischhändler. Da, ich hab da einen Haufen Zeug für dich. Jo. Halt aus, schau nach größeren Fischen. Ja, ja. Trockendock. Haben wir noch nichts Neues, oder? Okay, wir brauchen immer noch dasselbe. Also ablegen. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Da vorne sieht es noch interessant aus. Oh, da ist Holz, da ist Holz, da ist Holz, da ist Holz, da ist Holz. Holz! Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holz! Noch mehr Holz! Ah, das war's. Mehr Holz gab's nicht. Ah, 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 ah. War ich an dem Schiff schon? Ja, war ich. Aber hier schwimmt noch jede Menge... Stoff! Schön. Und zwar zwei gleich. Schön. Sehr schön. Und jetzt kann ich dann langsam... Ah, da wäre noch Metall, wenn wir bräuchten. Aber wir brauchen bestimmt das Metall, dieses krummbogene Metall. Veredelte. Wie kommen wir an veredeltes Metall? Kommt es zufällig aus den Metalldingern oder sind es andere Dinge? Anlegen! Lagern! Zack! Zack. Zack und zack. Wer rastet, der rostet. Wir rosten. Und Dest zum Wolle. Gerade erst gesehen.